Oh, da hat mich nicht gesehen. Wie geht das? Also schlecht fährt sich das Auto gar nicht. Ich hoffe mal, die lassen mich jetzt auch bei Zeiten in Ruhe hier. Was labern die für eine Scheiße hier auf dem Gehweg, ey? Mal ganz im Ernst. Naja, ich fahre jetzt einfach in der Gegend ein bisschen rum hier. Ich hoffe, dass ich jetzt gleich mal... Mann, wie viele Bullen sind hier? Oh, das war nicht geplant. Mann, ey, ich lasse wieder Zeit verstreichen. Eigentlich wollte ich mit dem Spiel mal irgendwann fertig werden. Aber irgendwie, naja. Nehmen wir halt die Corvette hier. Ja, ist gleich in der Nähe hier, Gott sei Dank. Muss ich nicht ganz so weit fahren hier. Ja, hier war es ja schon. Sehr schön. Gott, wo fahre ich lang hier? Da drüben, hier, das gelbe Gebäude, meinen die wahrscheinlich. Machen wir hier rein. Ah, Gott sei Dank. Hat wieder ziemlich lang gedauert. Schöne Schusswunde im Rücken und im Brustkorb. Yeah, well, maybe it's got a little something to do with being caught in the middle of a three-way firefight between two government agencies and a private militia. You know, it gets me a little stressed out. Okay, but we still need you alive, Mikey boy. I mean, you know, at least for now. Unless, of course, you have another surprise for me. Huh? Maybe something to do with another inappropriate friendship? Yeah, that wasn't exactly Dave's fault. No, no, no. He's just the friendly face. Oh, jetzt hör auf und arbeite mit mir zusammen, so dass wir die die Positive überfallen können und das Spiel beenden können. So lange, bis ein DLC irgendwann mal rauskommt. Ich wette, da wird demnächst eins kommen. Das werde ich auf jeden Fall spielen. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Das Spiel, das DLC werde ich auf jeden Fall spielen, wenn denn mal eins rauskommt. Bestimmt so ungefähr wie Lost and Damned von GTA 4 werden oder hier dieses Ballad of Gay Tony. Auch, was mir viel mehr gefallen hat, zum Beispiel wie Lost and Damned, weil das schon eher GTA-mäßig war. Lost and Damned hat mir nicht so gefallen. War zwar ganz okay, aber nichts Besonderes, fand ich. Obwohl es hochgelobt wurde, das Geld auf jeden Fall auch wert war. Kein Schwein interessiert, was ihr hier zu sagen habt, mal ganz in Ernst. Schwule iPhone da. It's me. I know. How'd it go? Just fabulous. Ran into an old friend. Matter of fact, he saved my ass. Ooh, we're all friends now. Suppose a group hug's out of the question? He wants to, still go on the final victory tour. All right, when it looks like it's a go, Life in Raider, alles dabei, remember this, gentlemen. If we pull this off, we will be making history. Sordid, nasty, depraved history. But history, nonetheless. All right. Der Typ ist irgendwie gruselig, das kann ich euch sagen, also... Don't forget, amigo. Keep my eye on you. Ich meine, ich zock zwar auch viel und mach viel mit dem Internet und alles, aber der Typ, der ist wirklich extrem. So, haben wir die Mission jetzt geschafft? Na, endlich. 11 von 18 Kopfschüssen. 20 Minuten habe ich für das bisschen Mission gebraucht, das ist unglaublich, oder? Hat mir kein Mensch. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja, wir müssen mit Franklin jetzt, wenn ich weiß, wechseln. Ja, mal zu Franklin gehen hier. Gucken, was Franklin macht jetzt. Ja, er sitzt wahrscheinlich zu Hause rum. In seinem alten Zuhause zumindest, wie es aussieht da. Oder? Nee? Ist nicht sein altes Zuhause da. Sieht nicht wie Ghetto aus. So. Was mache ich hier schon wieder? Achso, die Karte, genau. Ja, wir müssen jetzt hier hoch zu Franklin. Nichts leichter wie das. Dummerweise fährt er in die falsche Richtung, von daher drehen wir jetzt mal kurz um. Was ist das hier überhaupt? Ist das nicht hier die Scientology-Bude gewesen? Oder ich dachte. Also man kann viele Sachen hier sehen in der Stadt. Natürlich haben sie natürlich nachgebaut aus L.A. oder parodiert. Die es auch im wirklichen L.A. natürlich gibt. Diverse Monumente, Straßenzüge oder... Geht's hier rein? Ne, hier oben. Wollte gerade sagen. Komische Straße. Oh Mann, das Motorrad von dem ist nicht unbedingt mein Lieblingsfahrzeug, das kann ich euch sagen.
Aber naja. Ich mag generell die Motorräder GTA 5 nicht wirklich. Ziemlich langsam sind. Meistens zumindest, im Gegensatz zu den meisten Autos. Ich finde es gut, dass in GTA 5 sehr viele Autos auch von Anfang an schon schnell sind. Also sprich, gleich das Anfangsauto, was man mit Franklin fährt, ist eigentlich schon gute Mittelklasse, sag ich mal. Diese Kiste hier, die wir letztens getunt haben. Jetzt können wir die endlich mal live sehen und in Farbe. Also das ist echt eine sehr geile Farbe. Gefällt mir. Ja, gefällt mir echt gut. Also wenn ich so ein Auto hätte hier, das ist glaube ich so ein Dodge Charger oder sowas darstellen. Ja, also das sieht richtig lecker aus, das Auto. Ich muss mal gucken, wie ich jetzt hier die Mission starten kann. Ich weiß gar nicht, ob wir uns Franklins Haus überhaupt schon angesehen haben hier. Okay. Keine Ahnung, wo die Mission jetzt genau wartet. Ja, hast eine riesen Bude und kein Schwein da. Das ist natürlich geil. Jetzt kommt doch jemand. Oh, hey. Hey. Oh. What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? But it's Lamar. Ach, Lamar, das Arschloch. It's your best friend. He's your best fucking friend. For real, my best friend, my homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man, but no, he ain't. He just another nigga from the hood. Him, stretching all the motherfucking clowns. All he wanna do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Ja, und it's so schön hier. Work for you, babe. I'm getting married, Franklin. Ich werde neue Freunde finden. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Ja, Tanisha, du bist eifersüchtig. I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO, an investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Fuck, man, my whole fucking life I've been looking after this motherfucking, paying a price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Frank. Stretch ist am Anfang der Typ gewesen, der hier auf dem Motorrad uns fast überfahren hätte. I love you, den wir da verfolgt Lamar. Haben. We grew up together, but this life ain't for me, and weiß you knew nicht. That. Aber ich dachte, er ist in den Bus gefahren und ist gestorben. I don't care how many cars you own, how many apartments you own, I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me, not done bad or done good. Babe, look, I'll change. No, you won't, and that's fair enough. But keine Ahnung, wer Stretch ist, wenn den schon mal gesehen hatten. Ich hab das Spiel zweimal gespielt und ich weiß immer noch nicht, wer Stretch ist. Irgend so ein Pimp oder sowas, oder Dealer, irgendwas. He's going up to some sawmill near Polito Bay. You do what you gotta do. Boah, jetzt muss ich ja wieder sonst wo hinfahren, ey. Leck mich am Arsch. Alles wegen der. Ich wollte eigentlich das Spiel langsam beenden, aber jetzt kommen wieder irgendwelche Missionen. Aber jetzt können wir mal unser schickes Auto nehmen hier. Eine Runde fahren. Das Auto ist jetzt ziemlich schnell auf jeden Fall. Seht schon, das ist deutlich schneller wie vorher. Oh mein Gott. Man beachte vor allen Dingen meine Hupe. Was ist das für ein Trottel? Should be. I've got a back door into the Polito Bay Police Network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Oh Mann, der geht ordentlich ab, der Camaro hier. Natürlich ein bisschen schwerer zu steuern jetzt. Oh Gott, das war nicht geplant. Ich finde die Farbe extrem geil, muss ich sagen. Das ist dieser Metallic, hier Perleffekt-Lack. Warum juckt meine Nase ständig, wenn ich hier sitze? Ich weiß es nicht. Also. Naja. Ich glaube, jetzt kommt wieder so eine Schießerei-Mission hier. Thanks, man. Ich habe ein Sägewerk, ich weiß schon, wo das genau ist. Ja, warum nicht? Bisschen Action hier. Ist immer gut. Na ja, komm. Kriegst die Kurve. Oh, das Ding klebt auf der Straße. Wenn du nicht zu schnell fährst und bremst. Ihr hört sogar den Turbo im Hintergrund, wenn er genau hinhört. Zischen, dieser Kompressor, Turbolader. Wow, hat man gerade das Geräusch gehört, wo der aufgesessen ist? Nicht schlecht. Also wenn ich bei GTA Online so ein Auto hätte, wäre ich zufrieden. Da würde ich wahrscheinlich jedes Rennen gewinnen. Zumindest
jedes, was ich mitfahren durfte mit dem Auto. Aber warum muss ich schon wieder so weit fahren? Das nervt mich irgendwie schon wieder gerade. Ich meine, es ist zwar schön das Auto, was ich jetzt habe hier. Ich werde wahrscheinlich die anderen beiden auch noch auftunen, wenn ich sie mal irgendwie nochmal in die Finger bekomme. Wow, das war knapp. Haben wir nochmal gut eingefangen, das Auto. Diesmal fahre ich mal ausnahmsweise halbwegs gescheit. Oh man, Palito Bay. Muss ich durch die ganze Insel fahren hier. Naja. Hoffentlich tue ich es jetzt nicht irgendwo in den Sand setzen, das Auto, im wahrsten Sinne des Wortes. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, alter VW-Bus, auch cool. Ja, jede Menge Referenzen an das Kalifornien von der Gegenwart jetzt hier. Oh Mann, jetzt müssen wir noch das Gelände hochfahren hier. Was ist das für ein GPS, bitteschön, hier? Wegen 100 Meter mehr hätte ich bestimmt eine bequemere Strecke haben können hier. Naja, mal gucken. Alles in Ordnung bis jetzt. Vielleicht finden wir noch E.T. oder ein Bigfoot oder so. Irgendjemand hat letztens geschrieben, dass ich bei der Infrarotmission, wo ich die drei Typen hier mit dem Hubschrauber jagen musste, oh mein Gott, dass da Bigfoot gewesen wäre angeblich, der dann verschwand. Hätte vielleicht erschießen sollen, das Arschloch. Aber naja. Ich glaube, ich bin jetzt hier richtig, weil ich sehe gerade kein GPS hier. Oh, das klingt schon echt geil. Ist ein bisschen grün im Schatten, sehe ich gerade. Was haben die da gemacht? Ich will die Hube nochmal betätigen hier. Warum geht das nie? Vor allem mit so einem Auto durch den Wald heizen hier. Also das ist schon rallye-mäßig hier. Warum hupt die Hube bloß so kurz? Ich will die mal richtig huben lassen. Die erinnert mich voll an meine Kindheit, die Hube. Ah, man muss mit auf dem Stick gedrückt bleiben. Das ist natürlich blöd, weil beim Lenken ist das natürlich so eine Sache. Yeah, das ist dann meine Hupe, oder? Why'd you invite this stoolie, huh? We want Lamar to be rescued, not sold to the feds. Give it a rest, asswipe. Man, what y'all two shut the fuck up? Meine Fresse, ihr seid homos. Man, Lester said this was some type of big weed store spot. So, schauen wir mal. Place is crawling with ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Suede Bucks over there. Yeah. Tell Trevor I said bite me. Man, I said shut up. Oh man, wie zwei kleine Kinder. Where the fuck is Lamar? Ja, Lamar. Oh, shit, da unten ist er. Ja, Lamar. Tell Trevor I'm gonna be up on this hill. Hat so ein kleines Problem gerade, wie ihr sehen könnt. Fucks this whole thing up. Classic, classic, huh? He's already planning his escape. Oh. Ja, noch so eine Mission. I'm gonna find a way in. So. Geh ich hinten lang? Ich geh gleich hier vorne lang. I saw a few possible entry points when I got here. Dann würde ich den härtesten nehmen. The front entrance on the right there. It's the most direct way in, and ja, ich habe ein Maschinengewehr, wenn ich mich nicht irre. Ja. Gefechts-MG. Dann werde ich natürlich den Vordereingang nehmen hier. So, Trevor geht hier vorne rein. So. So, und Franklin, den werde ich wahrscheinlich zu einem Bulldozer stellen. Mal gucken, wie ich das mache. Da hinten ist der Bulldozer. Oh Mann, muss das so weit sein hier. Und ich glaube, Michael lasse snipern dann. Ich glaube, dafür ist er geboren. Und ich komme hier wieder hoch jetzt. Ja, gerade so. Ja, vorne ist der Bulldozer, perfekt. So, ich hoffe, dass ich das Spiel jetzt vielleicht, na, heute wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht die nächsten 2-3 Tage mal ungefähr fertig bekomme, bevor hoffentlich Dark Souls 2 rauskommt, im nächsten Monat, oder Thief sogar. So, zu wem muss ich jetzt wechseln? Ja, ich wechsle mal zu Trevor hier. So, dann gehen wir mal. Finde Lamar. Oh, du weg. Wow, der Typ war ziemlich schwach. Oh, das war ein bisschen besser hier. Wir haben doch hier unsere Spezialfähigkeiten. Oh, wenn ich mal was treffen würde, wäre es schön.
So, jetzt. Oh Mann, das war's schon wieder. Das ist doch mal eine Ausbeute, oder? Leute. Was? Einen Schuss in den Kopf bekommen? Warum lebst du noch? Unglaublich. Es gibt hier in GTA Online eine schöne Überlebensmission. Gucken, ob überhaupt noch ein Auto dann da ganz ist hier. Ach, Arschlecken. Ich hab jetzt keinen Bock, hier stundenlang Leute zu suchen. Ich kann jetzt einfach ein Stück weiter hier. Hier oben ist einer. Der ist tot. Soll ich mal hier reingehen? Shit, wo kommt die auf immer her? Ich glaube, ich muss wechseln hier. Ich muss wechseln, das wird sonst nichts. Wo kommt die auf immer alle her hier? Die waren gerade eben noch nicht da. Ja, Trevor ist auch da. So, du noch weg. Er macht die ganze Drecksarbeit. Ich mach die ganze Drecksarbeit für den Menschen hier, für den Trevor. Unglaublich hier. Hinten ist noch einer. Oh, du noch, danke. Ja, lebt noch. Unglaublich. Idioten. Da oben ist er. Ah, ich bin schon gesucht hier. Noch mehr. Oh Mann, das hört ja gar nicht mehr auf hier. Das wimmelt ja nur so. Was machen die alle hier? Sind die alle ein bisschen besoffen oder was? Lamar Davis, wo ist er? Oh Mann, das ist eine Effektivität hier, das sage ich euch. Ich treffe nichts. Aber egal. Also es waren bestimmt schon 25, 30 Mann, die hier gestorben sind. Oben ist noch einer. Oh, shit. Oh, fuck, Sniper. Okay. Ah, shit, warum ist der tot jetzt? Oh, ich dachte, er heilt sich. Oh, das ist ja nervig, wenn der hier so kurz vorm Ende ist. Und ich zu dem wechsle und der natürlich bei der erstbesten Kugel stirbt. Oh, jetzt muss ich die ganze Kacke nochmal machen. Will der mich verarschen oder was? Das ist doch ein Scheiß hier. Die Schnauze ist wieder voll gerade. Ich hab mal was von Checkpoints gehört. Oh Mann, wieso komme ich hier nicht hoch? Der leckt mich alle am Arsch, ey, mal ganz im Ernst. Wer ist das da oben? Ich muss den ganzen Kack nochmal machen jetzt hier. Ich bin gerade ziemlich abgefuckt hier. Meine Fresse, Trevor, du bist ein übelstes Rindvieh, mal ganz im Ernst, ey. Da wechsle ich zu denen und da wird er mit dem erstbesten Schuss weggeschossen, ey. Ich glaube nicht, dass ich jetzt mich hier die ganze Zeit beschießen lassen habe. Ich dachte, er heilt sich wenigstens wieder ein bisschen, wenn ich den verlasse. Sozusagen. Ich hoffe, wir kommen keine Panda. Ich glaube, hier gibt es auch Panda. Ich zumindest letztens welche gehört und gesehen hier. Die Pandas sind extrem gefährlich, wenn die einen treffen hier. Dann bist du gleich im Arsch. Also gleich einpacken. Let's go find a dude. Soll ich sie mal mit Michael probieren hier? Ich probiere es mit Michael jetzt mal. So, du schon mal. Oh, der ist schon mal tot. Wobei mit Michael ist auch nicht so eine gute Idee, weil ich hatte letztens auch Probleme mit Michael gehabt. Ich muss das diesmal ein bisschen. Mann, warum rennt er hier in den Baum rein, ey? Oh. Liebe Computerintelligenz hier. So, wo sind die Leute alle hin hier? Lamar, where's he at? Ich sehe niemanden hier. Frank, you found Lamar yet? Ah, oben ist einer gewesen. Also diesmal renne ich natürlich nicht nochmal da rein. Oh Gott. Chamberlain Gangster Families for Life. Massive Gangsters. Könnt mich alle mal am Arsch lecken, ihr Wichser. So. Hau ich Bänke gleich weg hier. Gibt's keine Deckung mehr hier. Oh, was ist das für ein Auto hier? Warum hält er so viel aus? Endlich. So. Oh, was ist das für eine ungenaue Knarre? Ich bin schon wieder tot. Ach, oh, schlägt mich am Arsch jetzt langsam hier. Meine Fresse, der Vogel hält überhaupt nichts aus, ey.
Oh, leck mich am Arsch.